Hi Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Coke-TV-Folge. Unter den letzten beiden Videos habt ihr fleißig Fragen gestellt und davon suchen wir jetzt erstmal die besten aus und werden diese in Form eines Adventskalenders ab dem 1.12. hier bei Coke-TV täglich beantworten. Freut euch also schon mal drauf. Advent aber, das dauert ja noch ein bisschen. Jetzt erstmal stand Halloween vor der Tür und deswegen kann ich schon mal sagen, herzlich willkommen zur gruseligsten Coke-TV-Folge aller Zeiten. Und Halloween mag ich ja sowieso besonders, weil ich bin halt auch einfach kein schreckhafter Typ, deswegen ist das ganz gechillt bei mir. Hier dein Mikro. Wow! Naja, jedenfalls werde ich mit meinem heutigen Community-Gast ins Grusellabyrinth fahren. Dort werden wir uns in waschechte Monster verwandeln, werfen einen Blick hinter die Kulissen und nehmen sogar am offiziellen Programm teil und erschrecken die Besucher. Na, wie klingt das? Buh! Gruselig. So Leute, jetzt sind wir hier am Parkplatz vom Grusellabyrinth NRW. Und jetzt gleich passiert was Besonderes, denn jetzt gleich treffe ich den Community-Gast Anna. Und die will ich jetzt gleich erstmal ein ganz klein bisschen erschrecken, mal zu gucken, wie schreckhaft sie genau ist. Das ist mir ein bisschen hervorlupen, weil die kommt jetzt gleich. Dann werde ich hier hinterm Auto hervorkommen und auch noch mal versuchen, sie zu erschrecken. Mal gucken, ob es funktioniert. Jetzt habe ich selber Angst. Okay, das Erschrecken hat ein ganz klein bisschen funktioniert, Leute. Es tut mir leid, Anna, ich wollte dich nicht erschrecken. Es tut mir sehr, sehr leid. Bist du sehr schreckhaft oder eher nicht so? Doch, du bist schon schreckhaft. Das ist gut, dann bin ich wirklich heute nicht allein. Ich bin nämlich auch mega schreckhaft. Mal zu dir direkt die Frage, Halloween, zelebrierst du Halloween normalerweise oder machst du irgendwas? Weil ich habe eine kleine Schwester und mit der darf ich dann in die Häuser ziehen. Ja, das ist mega cool. Ich muss ehrlich sagen, ich komme aus so einem Haushalt. Meine Mutter hat gar nichts von Halloween gehalten, immer nur St. Martin und so. Und ich war immer verkleidet und meine Mutter so, nein, das gibt's nicht bei uns. Aber wir werden das heute so ein bisschen erleben und werden heute mal ein bisschen lernen, wie man eben Leute erschrecken kann. Und das machen wir jetzt mal. Gehen wir zum Grusellabyrinth. Los geht's. So, Freunde, wir stehen jetzt hier vor Deutschlands größtem Grusellabyrinth. Man muss ehrlich sagen, es sieht hier wirklich richtig schaurig aus. Das Ganze könnte echt so ein Schauplatz von so einem Horrorfilm sein. Anna, ganz kurz, jetzt noch eine Frage, die jetzt gleich relevant sein wird. Schlüpfst du gerne in andere Rollen? Also ich finde es sehr interessant, es mal so zu machen. Man lernt auch andere Charakter so kennen. Also. Ja, und genau das spielt jetzt eben gleich eine Rolle und wir werden jetzt gleich erfahren, warum wir es gleich konzentriert machen. Da ist die Maren schon. Hallo, Jonas. Hi, Jonas. Anna, hi. Maren, sag mal, was wird heute passieren? Also wir werden euch beide heute in Erschrecker verwandeln, euch kostümieren und schminken und dann werdet ihr auf die Gäste losgelassen. Okay, das klingt auf jeden Fall sehr gut. Ja. Machen wir das einfach, wir folgen dir. Alles klar, komm, cool. Ich geht's lang. So Leute, wie eben schon erwähnt, wir werden ja heute selbst in die Rolle von richtigen Monstern schlüpfen und andere Leute erschrecken. Aber bevor das passiert, wollen wir natürlich erstmal ein bisschen warm werden und gehen deswegen jetzt erstmal selbst quasi als Besucher ins Grusellabyrinth und lassen uns ein bisschen erschrecken. Ich bin ziemlich gespannt, war auch ein bisschen Angst, wie sieht es bei dir aus? Ja. Okay, wir gehen jetzt einfach mal rein, mal gucken. Leute, es ist echt gruselig. Man weiß immer nicht, was hinter dieser Tür kommt. Ich will es nicht wissen. Ich will es nicht. Kannst du nicht doch vorgehen? Nee. Es ist so schlimm hier drin. Es ist so schlimm. Leute, es ist der Horror. Es ist einfach zu krass. Hinter jeder Ecke ist irgendwas. Man weiß noch nicht mehr, wo man ist und was man machen soll. So, hier geht's also in die Maske. Und ich habe hier schon für euch ein bisschen was vorbereitet. Eure Schminkplätze, an denen ihr euch schminken könnt mit meiner Hilfe natürlich. Sofort, aber bevor wir uns jetzt schminken, müssen wir natürlich erstmal wissen, in welche Rollen wir genau reinschlüpfen. Und dafür schauen wir uns mal die Kostüme an. Maren will uns mal hier durchführen. Ja, wir haben hier verschiedene Möglichkeiten. Also wir haben viele Hexenkostüme. Wenn man viel reden kann, kann man auch eine ganz verrückte Person in einer Zwangsjacke machen. Da muss ich nur mich selbst spielen, dann passt alles. Oder man macht einen auf Berserker und kündigt schon Gefahr an. Da haben wir einen schwarzen Overall. Also ich würde, glaube ich, ganz ehrlich, ich würde einfach mal das hier nehmen, weil muss nicht so viel reden, das mache ich jetzt gerade schon die ganze Zeit, dann kann ich gleich ein bisschen eine Stufe zurückfahren. Ja. Das passt auf jeden Fall. Was hättest du gerne? Ja, ich würde das hier dann dazu nehmen. Dann würde ich sagen, Freunde, werden wir jetzt zum Berserker und zum Gespenst. So Leute,
Leute, wir haben jetzt die Maske hinter uns, die man unschwer erkennen kann. Man sieht es, ich finde, wir sehen richtig, richtig gut aus. Was sagst du? Sieht gut aus, auf jeden Fall deine Narbe auch richtig geil geworden. Das Blut läuft quasi gerade noch. Was hast du da für eine leckere Entzündung? Ein paar Bläschen. Ja, wir schauen jetzt mal, wie es weitergeht, Leute. Wir haben tatsächlich beide Erschreckertypen mit euch abgedeckt. Einmal den Berserker, der offensichtlich gefährlich ist. Deswegen musst du in deinem Auftreten halt offensichtlich auch gefährlich sein. Das heißt, du kannst so ein bisschen wie ein Zombie abgehackt gehen vielleicht, also nicht smooth. Ja, cool. Sehr gut. Bei dir ist es so, dass du, wie gesagt, nicht so abgehackt bist, sondern auf die Leute zuschweben erstmal und dann... Also mehr so ein Hauchgeräusch. Hm. Kriegst du das hin? Genau so, ja. So, Freunde, jetzt wissen wir, wie man sich wie ein richtiges Gruselmonster verhält. Wie ist das, Maren? Machen wir das jetzt im Team oder wie werden die Leute erschrecken? Ich finde, du lenkst die Leute ab mit deinem Blick und du erschreckst sie. Okay, ich freue mich drauf. Wir gehen runter zu den Leuten. Ich bin gespannt, los geht's. Oh mein Gott. Das war die erste Erschreckrunde und ich muss ehrlich sagen, es war richtig krass, weil man sich plötzlich auch so mächtig fühlt, weil man einfach jeden aussuchen kann und dann einfach erschreckt, wenn man schreit oder sonst irgendwas macht. Das ist richtig krass. Wie fandest du es, Anna? Ja, ich fand es auch total cool, wenn man sich dann jemand ausgesucht hat und der kriegt es gar nicht mit, dass man ihn erschrecken will und dann dieser Schockmoment einfach kommt, das ist krass. Was sagst du? Also ich finde es schon richtig super, wie ihr das macht, aber es wäre vielleicht ganz cool, wenn wir tatsächlich, wie wir das vorher besprochen hatten, einmal so eine Situation haben, wo ihr beide das zusammen macht, dann ist es umso geiler. So Leute, Mensch, das war ein ganz schönes Abenteuer, würde ich mal behaupten. Es hat richtig Spaß gemacht. Wie fandest du es? Also ich fand es mega geil, die Erfahrung zu machen, war richtig gut. Ich fand auch, also ich könnte mir echt vorstellen, das einfach mal so nochmal zu machen, mich zu verkleiden und so. Ist richtig cool. Maren, die machen es jetzt gerade schon halb bei uns abzuschminken. Das müssen wir jetzt auch noch tun. Maren, aber erstmal vielen, vielen Dank für alles eigentlich heute. Dafür, dass du uns geschminkt hast, dass du uns die Kostüme gegeben hast, dass du uns überhaupt gezeigt hast, wie man sich als Monster verhält. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann gebt doch gerne einen Daumen nach oben und vergesst nicht, guckt zu abonnieren, um keine weiteren Folgen mehr zu verpassen. Wir sehen uns bald wieder. Bis dann. Ciao. Das hier ist die Endcard. Das Video von vorletzter Woche findet ihr jetzt hier. Und das Video von letzter Woche dort. Und eine Vorschau für nächste Woche kommt jetzt hier.